Was geht ab, meine Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Es geht hier weiter. Was zum Teufel machst du da? Kurz hier! So, wir sind jetzt zurück mit Helen Jägerlo in Hogwarts und wir haben letzte Folge unsere zweite Prüfung bestanden. Was ist, ich fange einen Deo-Call mit einem Schnappsack. Bombarda. Die dadalischen Schlüssel, die Monde, sprich mit Deke im Raum der Wünsche, das Fohlen des Todes. Dann sprechen wir erstmal mit Deke. Der will uns. So, jetzt haben wir doch schon gefangen. Mein Freund. So, wir gehen direkt dahin. Es wird keine Zeit verloren. Sorry, das war der Mikrofonabständer gedünst. Ich möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Was willst du? Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ich glaube, ich muss mal die Umgebungsart hier ändern, die Atmosphäre. Weil immer wenn der Deke labert, sind da irgendwelche Nebelsachen, die nicht richtig geladen werden. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deke. Okay, Deke, ich wollte das Ambiente ändern noch. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss, welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Was ist denn bei dunkel und mysteriös? Soll mysteriös und gruselig wirken, als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Hervorragend. Hervorragend. Okay, dann. Ah, nee, das. Ändern. Ich wollte. Eine kühle Mundtüchlöhne, warm und gemütlich. Natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Hervorragend. Mach mal hier, also das ein bisschen. Genau. Ein bisschen Licht in die Bude lassen. So habe ich da oben ein Bienennest. Ja, wie kann ich denn hier nochmal die Sachen? Sammeln. Sammeln. Ups. Malvenkraut. Ja, wir haben ja unten noch die Riesenpflanzen. Die müssen wir auch mal einsammeln. Danke. 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 Jo. Oh, jetzt hat hier eine Sammelei. Hilfe. Dünger aufheben. I'll take that. Was haben wir hier rausbekommen? Hab? So kann ich denn jetzt hier die Wände nicht ändern. Ich hab ein Weibchen von Testralen, okay. Fokustrank. Oh, Fokustrank ist auch nicht schlecht, ne? Maximatrank, noch ein Maximatrank.
Ich kann gerade nicht das Ambiente ändern. Egal. Dann gehen wir mal jetzt hier den Testral retten. Wo soll der denn sein? Nochmal hier. Auf der Karte anzeigen. Testralbau. Was ist da für ein Bau? Jabano. Bau der riesigen lila Kröte. Okay. Okay. Ach scheiße, ich hätte meine Tiere noch füttern und streichen können. Hätte ich ja schon mal den Ertrag. Ihr Handbuch ist ja wirklich egal. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Mal gleich. Ist hier. Ach ja, hier ist der Schnee ausgebrochen, letzte Folge. Stimmt. Der Winter naht. Bin auch gerade erst angekommen. Wir sind jetzt, wieso sind die alle sauer? Muss ich nur überlegen, welches war denn nochmal das Männchenzeichen? Nach oben rechts, glaube ich, ne? Hey, warte mal, wo? Fliege ich denn hier gerade hin? Flieg falsch. Fliege zur anderen Quest. Ich glaube, so schräg. Und da war schräg Weibchen. So. Was ist denn mit dem Rucksack da? Das müsste weiblich sein. Oder ist das männlich? Finden Sie es aus. Nein! Ich will doch nur helfen. Komm ich da nicht dran? Wie aus der Reichweite? Immer. Lass mich verarschen nehmen. Mano. Flieg doch nicht so weit weg. Boah, bleib doch nicht überhängen auch. Es wäre alles viel einfacher, wird er nicht an jeder Ecke hier hängen bleiben. Landet ihr Pfeifen. Zack, 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 zack. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Zwar kein Männchen, oder? Verdammt. Ne, das ist weiblich. Nach oben rechts müsste weiblich sein und nach oben ganz oben männlich. Na toll. Landest du? Du bist ein Männchen, oder? Bleib hier, du Pfeife. Mann. Oh mein Freund, ich zerschlitze dich. Hat er nicht gebaumelt? Nee. Da schweben die Pfeifen jetzt die ganze Zeit rum. Lande mal einer hier. Wieso sehe ich nur das scheiß weibliche Vieh hier? Ja. Was macht er da hinten? Komm schon! Ich pass auf dich auf. Seid ihr jetzt ein Männchen? Ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn das abgehakt wäre. Dann wüsste ich jetzt, ob das ein Männchen ist oder nicht.
Müsste eigentlich ein Männchen gewesen sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Männchen war. So, dann der Hogsmeade. Und tipp meine Maus raus. Das ist Hogwarts, ne? Ja, da ist Hogsmeade. So. Da sollen die einfach Männchen da hinschreiben oder Weibchen? Was weiß ich, welches Zeichen das da? Kriegt da sowieso keiner mit durch bei den Zeichen. Zeichen. Heutzutage gibt's ja alles. Männlich, weiblich, Weibmännchen, Mensch-Weib und getigertes Weibchen. Männlich mit ein bisschen Weibchen, dann doch wieder männlich. Man blickt doch nicht mehr durch. Bücher, um einen neugierigen Verstand anzuregen. Tuchtgehege 1000, wenn die mich verarschen, Alter. Ich bin arm, Junge. Lassen Sie mich wissen, wenn Fünftklässler. Ich helfen kann. Ich hab da hier irgendwo ein Inventar, wo die Viecher drin sind, oder nicht? Testral unten. Unten, unten. Kann er mal. Ist das jetzt männlich oder weib? So, sorry, ich muss mal kurz husten. Ist nach unten weiblich, kann das sein? Weil dann ist ja nicht abgeschlossen. Dann ist nach oben rechts männlich. Die ist gekrümmt, ist also männlich dann prinzipiell. Ich bin so verwirrt. Hätte man einfach auch W und M hinmachen können, ist ja auch einfacher. Na, wer bist du denn? Curzio! Ich darf hier niemanden Curzio, ne? Das hat. Oh. So. Ja, fliegen sie alle los, Alter. Perfekt. Nein. Oh, ist das ätzend, ne? Müsste der Männchen sein. Mitkommen! Okay. Ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. Okay, also ist quer Männchen. Verstehe. Geh sofort zu Deke, das ist noch eine Prüfung von. Wer ist der? Merlin, ne? Merlin. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Kugel muss hier rein, verstehe. Hey. Achso. Incendium. Wingardium Leviosa. Dann wird das erledigt. Ich hatte gedacht, das reicht, wenn die 30 Tonnen schwere Kugel da auf das Gras einkracht. Mittelgroße Banditenlager. Nehme ich auch noch mit. Boah, leuchtet der. Der Besen. So, hier landen. Hallo. Wächter der Anhänger, ich glaube, ich bin. Immer muss ich Wache halten. Was war das? Okay, alle sind sauer. Holy. Arresto Moment. Gefindung. War das schon alles? Los, verteidigung. Ich werde nicht hier.
Du ruhst jetzt aber für immer, mein Freund. Und du nimmst das auch hier, Bambos. Revelio. Dein Blut klebt an. Dein Blut klebt an. Ah, egal. Gift. Revelio. Ihr wurde von der Fünftklässler fertig gemacht, ihr Bläpse. Ihr könnt ja gar nichts. Gar nichts. Dann haben wir hier einen anderen Eingang in die Höhle. Mit Spinnen habe ich das letzte Mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber kein Problem, ich bin eher den Jäger, du. Da. Kann man hier noch langsamer durchgehen, Alter? Holy moly. Für 8 Münzen mich da rein. Ja, moin. Okay, da geht nicht kaputt. Den kann ich nicht zerschneiden. Das wäre auch geil, ne? Wenn du einfach damit die Bäume zerschneiden könntest. Okay, dann auf zurück zu Deke. Karte von Hogwarts. Geheime Räume, Raum der Wünsche. Let's go. Langsam habe ich sie drauf mit der Karte. Kappa. Deke, wir können die bumsen lassen. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Am besten da, wo die Testrale sind. Ich glaube da. Staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Jo. Ja, moin. Beschwörungszauber. Zuchtgehege. Stell ich mal da ganz hinten am Rand. Kann ich hier mehr reinklatschen? Ja, machen wir erstmal nicht. Ich mich hier raus. Okay. Testral Nummer 1. Und Testral Nummer 2. So, ich dachte, ich muss da... Also brauche ich den hier gar nicht. Kann ich den... Brut eines Testrals. Okay. Wait, what the fuck? Ich bin falsch. Ich wollte den, ins Menü klatschen. Was passiert hier? So, zum Inventar hinzufügen. Jetzt so. Ist alles gut. Verstehe. Nehmen die denn auch genauso viel Platz weg wie die anderen Tierchen? Aktive Tierwesen, Art 1 von 4. Dann stelle ich hier neues hin. So, Alter, braucht aber viel Platz. Drehen.
Okay. Ah, sieh. Kann ich ja noch so Deko hinstellen? Teil eines Gebäudes? Nee. So Lichter oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz... Steinmauer. Nö. Irgendwelche Böden könnte ich hier hinzaubern, aber das macht auch keinen Sinn. Der Irondale Deep. Mano. Oh, what the fuck? Oha. So, da sehe ich mich. Also im Drachen. Ob ich denn die Greife, habe ich da oben rechts, ne? Die zwei Greife, Griffe, Greifer. Ich könnte hier auch eins hinstellen. Prinzipiell. Wenn die denn beide unterschiedlicher Natur sind. Weiblich, männlich. Und Wolkenschwinger ist weiblich. Wolkenschwinger. Will man nicht herumlaufen? So, erstmal Fütter und... Hier, streicheln. 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 Habe ich euch das letzte Mal nicht gestreichelt? What? Ach, wegen der Fütterungsmaschinen, da sind die immer gefüttert, ne? Kann das sein? Verstehe. Okay. Macht Sinn. Ei eines Hippogreifs. Tschüss. Okay. Jetzt habe ich hier noch irgendwie anderen. Da habe ich ein Einhorn, das weiß ich, aber. Ich glaube nur eins, ne? Hier ist auch ein Hippogreif, okay, Einhorn. Sepulchiria. Und ein Niffler. Mir fehlt der Mondstein, verkackt. Egal, dann stelle ich euch hier in der Fütterungsmaschine, damit ihr immer gefüttert seid. Das kann ich hier schon mal machen. Das müsst ihr mal warten, bis ich komme. Das ist ja furchtbar. Da hungern die ja nur. Hier für dich. Unser kleiner Niffler. Hier für dich. Wenn ihr Bruder. Bitteschön. Ja, vielleicht kann ich sogar jetzt schon bauen. Ja. Okay, null. Kann ich hier irgendwie reinbomben? Der Niffler. Ach, jetzt ist er da drin gefangen. Alter, er hat voll den Bau voll Gold. Er ist richtig exhausted.
Geht einfach raus. Ey, welche Tierchen habe ich denn jetzt hier alle dann? Ach ja, Niffler kann ich hier reinballern, weil der ja selber Art ist. Stimmt. Könnt ihr jetzt auch die hier reinballern? Ja, ja, tu. Hier, fressen. Mal eine Strähne. Einhornhaare. Ein Hypogreif. Ja, damit. So, und hier. Ja. Nimmst du das jetzt? So, dann haben wir überall kleine Babys bald. So, Sebastian wollte was von mir im Schatten der Entdeckung. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Mal sehen, was er bei Salazar herausgefunden hat. Akio-Duell. Oh, warte, da sehe ich mich auch. Fucking Trucks hier draußen. Was hat mich mal eben kurz gemutet, weil er hier. Ja, du wirst also besiegt werden im Akio-Duell. Na komm, dann lass mir die Bälle fliegen. Dich mach ich Messer. Hallo Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Sieht so aus. Fangen wir an. Ja, klar. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Die Pinch Smedleys werden dich nun für immer als treuen Verbündeten und Freund betrachten. Fuck you. Ups, sorry. Hast du nicht gesehen? Leute, ich wollte mich entmuten, weil ich gerade hier eine Dose aufgemacht habe und wollte nicht dieses Tsch dann haben. Ach, das ist ein Rammen, ne? Hahaha, ja. Crucio! Achso, nein, hau ich nicht darunter. Okay. Nur der muss stehen bleiben. Fürs Erste. Der Rest. Ist okay. Hauptsache, die 100 bleibt liegen. Und sie macht keine 100. Das ist ja auch die Hauptsache natürlich, ne? Ach du. Oh yeah. Okay. Gewonnen. Offenbar bin ich besiegt. Ja, brauchst du nicht machen. Sieger. Tay Tutti Voldi, mein Freund. Oder meine Freundin. Gut gemacht. Tauchen, Akio-Duelle. Es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Ah, du bist nett. Gut gespielt. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, ich war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Ich wünschte, du würdest loslegen. Aber die kannst heimlich trinken, mal. Okay, 230. Na, ja, da geht aber der Arsch auf Grundeis, ne? Warum holst du nicht einfach einen Schnapp von drinnen? Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Ich habe es gesehen. Es stimmt. Ich hole uns bald einen Schnatz. Nonverbale Zaubersprüche sind schwer. Und riskant. Das kriegst du niemals hin.
Arresto momento. Ich habe nichts getan, Madame. Es gibt keine Strafe. Bis auf ein paar kleine Aufräumarbeiten vielleicht. Aber sollte das nochmal passieren, drohen weitaus schlimmere Strafarbeiten. Ja, Madame Kugawa. Ein toller Einsatz für den Sport. Ich sagte doch, dass sie gut ist. Du solltest sie mit einem Kochtopf sehen. Ja. Na klar. Sebastian. So, jetzt komme ich aber zu dir, mein Freund. Die Krypta. Ja, mal sehen, welcher da am besten ist. Ich habe keine Ahnung, welche Punkte da am besten sind, zum schnell hinreisen und schnell hinkommen. Einfach den nächsten nehmen, dann muss ich wahrscheinlich wieder 30 Treppen runterrennen, aber YOLO. Ja, aus mir raus, Pfeife. Sonst kriegst du einen Crucio ab. Ah ne, ist sogar sehr gut. War doch sehr gut. Okay. Krypta betreten. Wobei hätte ich auch einfach geheime Räume klicken können, oder? Und dann Krypta, oder? Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Sebastian. Du glaubst nie, was ich erfahre. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Nö, ich weiß, was sie getan haben. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Hä? Ominous! Ominous. Wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Was ist mit Sebastians Eltern passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Das Zauberbuch gibt Sebastian Hoffnung. Das Zauberbuch ist beunruhigend. Es gibt ihm Hoffnung. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein.
Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Sag gar nichts. Ich geh da rein und... machen natürlich nur nur Dinge, die man natürlich machen soll. Sprich mit Sophronia Franklin. Und wer ist hier? Sprich mit Samantha Dale. Warum sollte ich hier aussehen, ob ich helfen kann? Ich meine, komm, warum nicht? Warum nicht? Für viele Aufträge sind bestimmte Zaubersprüche oder Stufen erforderlich. Achso, warte mal, jetzt komme ich ja vielleicht hier rein, oder? Ich sage ja immer, Reisen. Nee, hier komme ich nicht rein. Ich hab keine Ahnung von diesen Leuten. Verstehe ich nicht mal ansatzweise. Aber hier komme ich rein. Alohomora. Na, was haben wir denn hier? Eine Katze. Also. Ja, so ein Feini. So, du sagst nichts, ne? Ich darf hier sein.